So, ich begrüße euch zum heutigen Video. Und zwar, ja, gab es ein kleines Update bei Fusion World im App. Ihr könnt euch die App übrigens auf der DBS Card Game Webseite downloaden. Und ja, wir haben 500 Gems geschenkt bekommen. Ich habe auch schon ein bisschen was an Missionen erspielt. Und zwar haben wir auch hier eine Notiz. Wir hatten nämlich hier ein kleines Update, und zwar hier am 21. Ja, ein paar Bugfixes, ein bisschen was anderes, 50 Gems. Ja, ich habe ein bisschen schon gefarmt, noch ein bisschen was schon gespart über die letzte Zeit, und ich würde sagen, dass wir jetzt ein bisschen Booster öffnen. Allerdings will ich das Ganze mal kurz nutzen und euch mal kurz das Deck zeigen, wie ich es gerade spiele, weil ich habe mir zwei Starter-Decks geholt. Ich habe aus den Promo-Packs, die wir vor 3, 4 Wochen oder so geholt hatten, glaube ich, so lange muss es schon her sein. Also als die App rauskam, habe ich auch schon ein bisschen rumgebaut, ich habe auch schon ein bisschen getestet, und bisher spiele ich hier das Deck mit 4 Whisps, 4 Roshis, 4 ja, 4 Tenshin Schande, 2 Goku, der wird übrigens ein bisschen stärker, wenn er wieder awaked ist, 4 Krillin, 4 Vegeta, sowie auch Android 17, Beerus, den Gohan, den Goku, sowie Kamehameha und auch Awaken, sowie auch God Kamehameha. Kurz zur Erklärung: Wisp minus 5, Draw, Skill ist 15er, geht auf 25 für 2, ist nice. Nimmt dir ein Leben, Safe Awaken so gesehen. Dann auch der Vegeta mit Crit, schön für 2. Safe Awaken kriegt dann nochmal 5000 mehr, ist auch sehr nice. Beerus gibt 5000 mehr für eine andere Battlekarte und auch ein Crit. Gohan via Crit. Und der Goku via Double Strike, der Kaio Double Combo ist 20.000 Double Combo im Gegner Turn. Kamehameha 15.000 Power für uns plus minus 5 für den Gegner. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann habe ich hier auch den Awaken zu Super Saiyan, gibt, wenn wir Awaken sind, minus 15, minus 25, ansonsten minus 15. Und God Kame 40.000 oder weniger. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da mal jetzt in das Päckchen mal reingehen. Und ich hoffe, wir ziehen ein bisschen was Schönes. Ja, wir können durchaus mal ganz kurz die Liste durchgucken. Es gibt hier den anderen Leader. Es gibt den Virus-Leader. Und es gibt auch hier vom Blau einiges. Und was mich persönlich jetzt sehr interessieren würde, wäre jetzt auf jeden Fall hier den Goku zu ziehen. Weil, wenn wir mit dem einen zerstören, dann bekommen wir, dann machen wir halt einen Schaden. Und ansonsten gibt es noch ein paar andere schöne Karten, die wir hier noch durchgucken können. Aber ich würde sagen, dass wir das in einem eigenen Video machen werden. So, denn 10 Packs. Gönnt. So. Ja, und. Ah, hier werden sogar, hier wird sogar sofort geöffnet. Im anderen haben wir uns durch die Tickets geholt. So, wir werden die, die blinken, als letztes aufmachen. Erinnert auf jeden Fall ein bisschen an. An, oh, man kann auch nicht die Karten sehen. Erinnert ein bisschen an Master Duel, so ein bisschen. Aber da ist schon was Rotes. Bisher kamen eine Rare und eine Uncommon. Okay, die Pan. Der Freezer. Okay. So, die Karten können wir noch nicht sehen. Aber wir können noch nicht auch Rechtsklick machen, glaube ich, und die Karten dann anschauen. Finde ich ein bisschen schade. Oder ich drücke es einfach falsch. Samasu. Ach, doch, 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 doch. Ich muss links klicken machen, dann können wir uns das Ganze angucken. Okay. Da haben wir den Guwazu. So, ich werde übrigens die Karten mal kurz einblenden, wenn sie einen Effekttext haben. Ich werde allerdings nicht auf alle eingehen, weil wir wollen ja eh noch ein Video über die Karten generell machen. Aber ich würde sagen, auf die guten Hits oder auf die höheren Hits werde ich auf jeden Fall eingehen. So, hier haben wir einen 117, der ist ein Blocker und kriegt sogar 15.000 mehr, wenn er blockt. Das ist ganz nice. Hier haben wir einen Carver für 7. Alter, für 7. Oha. Okay, super Combo. Okay. Er kriegt halt auch nur 10.000 Combo Power mehr, wenn wir mit dem Combo, also auch 20.000er. Ist also nichts Besonderes. Und ein Freezer. Okay. So. Gehen wir zum nächsten Päckchen.
Hier haben wir einen Magetta. Skillis. Hier haben wir einen Gohan. Das müsste, glaube ich, ein Searcher sein. So. Android 17. Nehmen wir mal die. Einen blauen Goku. Ein Blocker. Bekommt 10.000 oder mehr, wenn wir 7 weniger Handkarten haben. Einen Goku Black. Okay, eine Field-Karte für Grün. Und zwar Active Main für eine Grüne anscheinend. Können wir die in Westward switchen und wenn Leader in der 17 ist, kriegen wir eine, also können wir uns eine Android-Karte adden mit Android und Spell Trades von dem Drop zu unserer Energie. Okay. Ein Freezer. Und einen Dr. Gero. So. Dann haben wir hier noch Packs unten, die nicht blinken. Ein Cooler, einen Freezer, einen Zamazu. Ne, Gowazu ist das. Auch ein Top 5 Searcher. Einen Crusher Ball für Gelb, okay. Aber wir ziehen eine und wählen eine Battlekarte vom Gegner und gehen in den Rest Mode. Ist ganz nice. Dann haben wir hier einen Augenstrahl. Wir können zwei Battlekarten des Gegners mit Kostüm 1 oder weniger zerstören. Okay, finde ich jetzt nicht so toll. Nochmal den Freezer. Und nochmal eine Android 18. Die uns einen Schaden macht und dann spielt sie Android 17. Mit Kosten von 3 oder weniger. So, dann lass das hier durchgehen. Ah, ja, wir haben das hier. Hier blinkt doch nur eine Karte. Schade. Nennt Piccolo, der allen Gohans 5000 mehr Power gibt. Für zwei ist das gar nicht mal so schlecht. Nen Zamazu, der, wenn wir einen Goku Black haben, wird er zum Blocker. Okay. Nen Goku versus Cell, also Instant Kamera mehr. Wir können im Battle eine Karte von unserem Energie in den Drop reinpacken und kriegen 5000 Power mehr. Und dann Krillin. Der Gegner kann keine Android 18 angreifen. Guwazu. Und der Vegeta mit dem Frosch Ginyu, der eine Karte in Rest Mode, ne, der sich selber in Rest Mode switcht und eine zieht. Okay. So, und die letzte Karte. Wir haben den Goku Black. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Packs haben wir noch. Wir nehmen mal das hier. So, einen Mecha-Cooler. Parliament, you can include many copies of this card in your deck as you like. Also wir können so viel im Deck haben, wie wir wollen, okay. Wenn Chaos, können wir einen Meta-Cooler spielen. Von 3 oder weniger. Okay. Das könnte lustig werden. Aber da muss man halt richtig viel reinballern. Also an Gems, damit man richtig viele Coolers hat. Active Main, wenn wir zwei oder mehr Battlekarten haben, Genie Force, dann können wir zwei Karten ziehen. Dann haben wir einen Entertainment Team mit Crit für Grün. Einen Champa mit 34.000 Skills. Wir haben einen Gohan, 35.006 Kost. Wir können die obersten Karten. Wir können die oberste Karte von unserem Deck in unser Leben packen. Okay. Einen Cooler. Nicht Cooler, einen Frost. Was macht der? Genau, die Battle-Karten mit 20.000 oder weniger können nicht angreifen. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Einen Actuate Battle für Blau. Wir können eine Battlecard von uns wählen, kriegt 20.000 Power und können dann eine Battlecard mit 2 oder weniger in die Hand zurückschicken. Und wir einen Goku Black. Okay. Bisher haben wir noch gar keinen Leader oder ähnliches gesehen. Sehr schade. Oh, hier blinkt was lila. Okay. Hier haben wir eine Caulifla. Genau. Die spielt uns eine Kale mit Kosten von 3 oder weniger. Aber 5 ein bisschen teuer. Einen Android 17. Einen Knights, das ist der von Cooler, genau, von Cooler. Ist ein Blocker, macht uns einen Schaden für 2. Oh, was kommt da? Eine SR.
Permanent Card can't be switched to Active Mode. Ja. Mit 40.000. Den habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Der ist heftig. So, hier haben wir nochmal für Gründeck Dr. Gerus Labor. Hier haben wir den Vegeta. Hier haben wir den Cooler Supernova. Activate Battle für Gelb. Und zwar kriegt eine Battle Card von 20.000 Power for the Battle. Und wir wählen eine Karte im Rest Mode. Mit Kosten von 400 weniger und können die in Active Mode. Genau, Gegner kann die nicht in Active Mode switchen. So. Dann wird das hier wohl eine SR sein. Ohne blaue SR. Für Trunks Blau, ja. Wir können die oberste Karte von unserem Leben zur Hand adden. Dann nehmen wir eine Weltkarte mit Kosten 500 weniger. Und der geht in die Hand zurück. Ist auch schön, wie das hier so schön animiert ist. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, das heißt, hier haben wir eine SR drin. Werden wir auf jeden Fall als letztes öffnen. So, hier haben wir einen Barbarimon. Keine Ahnung, woher der ist. Hier haben wir Roshi. Und zwei Kid Main. Wir können eine Battle-Karte geben und die kriegt mir 15.000 Power für den Turn. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das ist nice. Für eins ist das eine sehr gute Karte eigentlich. Da haben wir einen Piccolo. Da haben wir einen Yamcha. Super Combo. Halt. Die gibt aber auch nur 10.000 Power. Macht auch nicht mehr. Da haben wir einen Rikum. Wir können ein Leben auf die Hand adden. Wir können eine Battlekarte mit Kosten von 2 oder weniger und Ginyu Force zum Beispiel von der Hand ausspielen. Vegeta. Pernaman kriegt 10.000 Power. Wenn er in einem Kampf mit einer gegnerischen Battlecard ist, aber nur in unserem Zug, ja. Mhm. Ein Freezer hatten wir auch schon. Und einen Trunks Future. Der geht zurück bottendeckt am Ende des Zuges, wenn er angegriffen hat. So. Na, hier ist auch nicht so viel Instant Karma mehr. Govazu 17. Hier haben wir den Blade of Despair, if you have some other battle card, reduce the cost in your hand by 1, das heißt kostet noch 1. Wir können zwei Battle Karten wählen mit 3 oder weniger und die auf die Hand schicken. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir einen Cooler. Erkin Cold, mein Gott. Bulma für Blau. Active Rain once per turn. Wir können, wenn wir 7 oder weniger Handkarten haben, die nächste. Wenn wir dann eine extra Karte nutzen, reduziert sich die bei einer Energiekost. Okay. Mhm. So. Dann haben wir einen Child. Alle von unseren Battlekarten mit Schülerclan bekommen 5000 mehr Power. Für 3 mit 20.000 ist das, glaube ich, in Ordnung. Und 25.000er Critical Trunks Future, der eine Battlekarte mit 3 oder weniger auf die Hand zurückschickt. Okay. So, dann letztes Päckchen. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Wir haben einen Dr. Rota Blocker. Wenn der KO'd wird, wir haben eine Battle-Karte und der bekommt mir aus 10.000 für einen Turn. Das ist auch nicht so schlecht. Finde ich an sich eigentlich so ganz nice. Mehr Minus-Power geben ist bei Rot immer nice. Parliament, your turn. Wenn wir zwei oder mehr Battle-Karten haben, Name Kiana. In der Special Trades kriegt die Karte 5.000 Power mehr. Dann ist er bei 30.000. Ist auch nicht so schlecht. Haben wir den Dr. Gero. Guckt die obersten 5. Und wir können den Android 17. Oder bis zu einer. Also wir können eine Android 17 und oder eine. Ja, und oder eine Android 18 nehmen. Und die auf die Hand adden. Ich glaube, beide darf man nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gerade richtig verstehe. Dann haben wir einen Augenbeam, Augenstrahl, Goku Black, einen Goku, den hatten wir auch schon. Oh, hier haben wir einen Leader, sehr nice. Und zwar den Gohan, Schalter-Leader, der zieht eine Karte. Bei 4 oder weniger können wir awaken und ziehen nochmal eine Karte. Und wenn wir angreifen, ziehen wir eine. Er kriegt Battle, wir können Energie in den Jogbein legen, er kriegt 15.000 Power mehr für den Battle. Okay.
So, was haben wir jetzt hier für eine wunderschöne Karte? Nein, Goku Black. Okay, ich soll also blau spielen. Nee, nee, Spaß, Spaß, Spaß. Add up to one card with a cost four less. Drop. Also add up to one card with a cost four or less from a drop to a hand. Das heißt, wir können dann four or less wieder zurückkriegen. Und wenn wir sieben oder weniger Handkarten haben, können wir eine Battle-Karte mit Kosten von vier oder weniger von unserer Hand aus spielen. Okay. So, ja, war ja an sich gar nicht mal so schlecht. Wir haben ein bisschen was gezogen. Nichts, was mir jetzt tatsächlich weiterhilft. Wir haben eine schöne SR für den für unser Freezer-Starter-Deck. Ein paar schöne rote Karten an sich. Und ein Leader. Ja, mal gucken, wann wir die nächsten 1000 Gems zusammen haben. Ja, ich denke mal, auch wenn die Starter mal wieder ein bisschen günstiger werden, dann kann ich mir durchaus auch mal die anderen Starter mal kaufen. Aber hat alles Zeit. Das Spiel ist erstmal seit 4 Wochen draußen. Vielleicht maximal 5 Wochen. Da muss man nicht alles sofort rauspayen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Luffy.